Was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem neuen Video. Du möchtest besser in League of Legends Teamfight Tactics werden? Dann gebe ich dir in diesem Vlog-Guide gerne ein paar Tipps mit auf den Weg. Seitdem man TFT über den normalen Client spielen kann, suchte ich es jeden Tag mehrere Stunden und ich konnte bei mir eine gewisse Lernkurve, bemerken. Mittlerweile schaffe ich es ziemlich regelmäßig, in die Top 3 der Runde zu kommen. Hierbei habe ich einiges gelernt und mir fallen sehr viele Fehler auf, die vor allem Anfänger in dem Genre machen. Deswegen gebe ich euch sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg, um euer TFT-Gameplay abzusteppen. Wichtig müssen wir festhalten, wir sind hier, ich glaube, immer noch in der Beta-Phase, steht da zumindest. Ranked wird, soweit ich weiß, am 17.07. kommen. Da, ich glaube auch, dass bis dahin noch einiges verbessert wird, ich sag mal, gepatcht wird. Also an sich ist das Spiel ja mega geil. Ich finde, es ist teilweise nur noch nicht richtig gebalanced. Ja, es gibt Champions, die brauchst du leider momentan eigentlich nicht picken. Ja, I'm talking Fiora, Lissandra, Veigar, Volibear, Braum und viele, viele andere. Wo man einfach merkt, die sind momentan noch nicht ganz so stark, selbst wenn man die Synergy hat und so weiter. Man muss dazu sagen, das muss kein Nachteil sein, weil es kann eventuell eine gute Strategie werden, extra Champions zu nehmen, die nicht so viele nehmen, weil man die dann leichter upgraden kann. Was viele gar nicht wissen, dieser Shop, also da, wo ihr euch immer die Champions kauft für die 2, 3, für die 1, 2, 3, 4 oder 5 Gold, der wird praktisch mit allen Spielern geteilt. Und wenn jetzt jeder Nidalee kaufen will, was momentan der Fall ist, weil Nidalee extrem stark ist, dann sinkt die Chance, dass ihr euren Nidalee auf T2 oder sogar T3 uppen könnt, ja. Also haltet das im Hinterkopf, es kann eventuell eine gute Idee sein. Also, was bei mir am besten funktioniert, ist so die mittelguten Champions zu picken, die eigentlich keiner so richtig auf den Schirm hat, die aber gut funktionieren. Das ist zum Beispiel Ahri momentan. Attack Speed Ahri funktioniert immer noch extrem gut bis zum Mid-Game, also wirklich ziemlich lange. Und ja, aber erstmal so ein paar generelle Tipps. So der größte Anfängertipp, da werden sich jetzt viele denken, ja, so weit war ich auch schon, aber ich sehe es in jeder Runde, dass viele Leute diesen Fehler machen. Sie nutzen nicht mal die Items, die sie droppen. Nach den PvE-Kämpfen, also gegen die Hühnchen, gegen die Krogs, Drake später, droppt ihr ja im besten Fall ein paar Items und die meisten Leute, oder nicht die meisten, aber viele lassen die halt einfach liegen und nutzen die nicht. Dabei gehören die Items zu der wichtigsten Win-Strategie überhaupt. Also so ein Champion mit guten Items, das ist schon ein massiver Unterschied in diesem Modus, im Vergleich zu einem, der keine guten Items hat. Und ja, so eine, ich versuche mal so eine allgemeine Strategie zu beschreiben, die so gut wie immer funktioniert. Das ist die Protect the Carry Composition, sage ich einfach mal. Da versucht man Tristana, Wayne, Varus oder eben auch Ahri, später dann auch Draven oder Ashe. Ashe ist auch sehr gut und underrated. Jedenfalls einen davon auf Stufe 2 oder 3 zu kriegen, dann so mit Attack Speed Items auszurüsten. Der rekursive Bogen ist sehr beliebt. Also wenn ihr die Chance habt, einen Champion mit dem zu nehmen in der Auswahlrunde, kann es schon Sinn machen, einen schlechten Champion zu nehmen, nur um diesen Bogen zu bekommen, weil der für die meisten Teamcoms halt so unglaublich wichtig ist. Und ja, das ganze Zeug, auch die BF-Swords und so, packt ihr dann halt auf diesen Carry. Dann drumherum macht ihr ein paar Tanks und mit dieser Strategie, wenn ihr die halt auch mit ein bisschen Synergy der jeweiligen Klassen verwendet. Es gibt zum Beispiel viele Beast-Tanks oder auch viele Noble-Tanks. Dann Bewahrer gibt es ja auch. Das sind so die eigentlichen Tanks. Sowas wie Braum und nicht Volibear, aber ich glaube Leona. Ja, Braum und Leona, glaube ich, sind beides Bewahrer. Das ist an sich cool, aber momentan funktioniert das irgendwie noch nicht so gut mit diesem Tanksystem. Deswegen nehmt einfach Bestien oder irgendwas, was ihr halt vor euren Ranged Dude mit den Items stellen könnt. Mit dieser Technik kommt ihr schon sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer in die Top 3, Top 4. Da muss man aber sagen, ist meistens dann wirklich nochmal ein hoher Unterschied zwischen den guten und nicht so guten Leuten. Weil es ist nochmal ein Riesenunterschied, in die Top 4 kommt oder gewinnt. Weil die Leute, die gewinnen, die kennen sich schon richtig, richtig gut mit dem Modus aus.
So momentan, wie spielt man überhaupt, sollte man, also was viele auch nicht verstehen, wenn ihr 10 Gold habt, dann für jede 10 Gold, die ihr euch lagert, sage ich mal, bekommt ihr pro Runde 1 Gold mehr. Man kann bis zu 50 Gold lagern und dadurch bis zu 5 Gold mehr pro Runde bekommen. Die Idee dahinter ist, dass man erstmal am Anfang ein bisschen verzichtet, um dann später mehr Ressourcen zu haben und bessere Champions zu um mehr Erfahrung zu kaufen, um öfter zu rerollen, also zu aktualisieren, heißt es ja auf Deutsch, für diese 2 Gold. Und genau, ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest so wie das Spiel momentan ist, dass es nicht so viel Sinn macht, das zu tun, weil in der Zeit, in der ihr diese 5 Fässer da voll habt, um mehr Gold zu bekommen, haben die anderen schon meistens den ersten T3-Champion oder so, weil sie einfach öfter gererollt haben. Und wenn ihr so spät erst anfangt zu rerollen, dann werdet ihr meistens schon überrannt, weil die meisten haben halt einfach eine stärkere Teamcomp ab diesem Punkt. Deswegen würde ich den meisten tatsächlich dazu raten, eigentlich so früh wie es geht immer zu rerollen. Selbst wenn man so 8, 10 Gold auf Lager einmal hat, einfach rerollen und versuchen, die Teamcomp zu optimieren. Da habe ich bisher die besten Erfahrungen und Erfolge mitgemacht. Also diese Goldsparstrategie funktioniert in meinen Augen nur, wenn man am Anfang schon richtiges Glück hat, wenn man sehr schnell, also ich sag jetzt in den ersten, wenn man jetzt mit Level 4 oder 5 schon so eine richtig gute Kombi hat, vielleicht zwei T2 Leute, die auch noch Synergy haben, zum Beispiel Warwick und Nidalee mit der Beast Synergy ist extrem gut im Early Game und im Mid Game auch noch. Wenn ihr das habt, dann schafft man es manchmal, halt ohne großartig zu rerollen, auch die Kämpfe zu überstehen mit den anderen. Aber da muss man schon echt heftiges Glück haben in den ersten Runden. So, dann kann man das aber nehmen zum Snowballen und sich eben sein Geld aufsparen, weil man sehr wahrscheinlich so oder so erstmal die erste Zeit immer gewinnen wird. Und dann funktioniert in meinen Augen diese Geldaufspartechnik schon. Man kann natürlich auch einen halben Weg davon machen, sage ich mal, indem man einfach 3 Gold behält, zum Beispiel 30 Gold behält und dann halt 3 Gold mehr pro Runde kriegt. Dazu muss man aber auch sagen, das Siegessträhnen Gold ist halt auch sehr underrated. Wenn ihr eine Siegessträhne habt, kriegt ihr erstmal 1 Gold extra pro Runde und irgendwann dann sogar 2 Gold extra pro Runde und das macht sich halt schon bemerkbar, wenn ihr eben anfangt früh zu aktualisieren für diese 2 Gold, um eben T3 zu bekommen oder so. Und genau, also ich versuche nochmal wichtige Tipps für Anfänger zusammenzufassen. Erstens, überhaupt die Items nehmen, ja, das machen viele Leute, warum machen wir nicht? So, zweitens, wenn ihr noch neu seid und euch noch nicht so auskennt mit der Synergy oder so, macht einfach eine Protected Carry Comp, das ist das Einfachste, das ist echt so ein Basic Level, um in die Top 3 oder Top 4 zu kommen. Sprich, ihr versucht einfach am Anfang Wayne, Tristana, Lucian, Ahri. Ahri nehmen viele dafür nicht, aber funktioniert eigentlich extrem gut, kann ich euch empfehlen. Attack Speed Ahri. So, ihr nehmt irgendwas davon, packt da alle Items drauf, alle offensiven Items. Und lasst den Range Dude carryen. Das funktioniert sehr, sehr gut, wie gesagt, um in die Top 4 zu kommen oder so. Aber dann gibt es manchmal so Leute, die sich noch besser auskennen und richtig gute Teamcomps bauen. Dann reicht das meistens nicht mehr aus. Meine persönliche Lieblingscomps sind definitiv Assassinen. Das nehme ich, also gefühlt jedes zweite Game baue ich eine Assassinen-Comp. Und die funktioniert auch ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allem, wenn man Pyke, Zed oder Kha'Zix mit Items vollballert, die auf T2 bringt. Das ist schon mega geil. Also, das ist krass. Was sie auch einmal hatte, war Akali T2, also drei Akalis T1 gekauft und die dann upgradet und die mit Items war richtig krass. Die hat echt alles ge-one-hitted. Das war richtig witzig. Was auch eine sehr beliebte Technik momentan ist, ist Gold sparen und dann versuchen, so schnell wie möglich einen T2 Draven zu bekommen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Dann da die Damage-Items raufzupacken und der T2 Draven macht halt schon enorm viel Schaden, muss man sagen. Das kann auch nur, ist momentan eine der besten Strategien und ja, funktioniert halt einfach. Was so ein bisschen underrated ist, ist die Phantom-Strategie. Wenn ihr zum Beispiel Mordekaiser und Karthus habt, dann kriegt ihr den Phantom-Buff. Oder Mordekaiser und Kindred geht auch. Der Phantom-Buff reduziert von einem gegnerischen Teammitglied die HP auf 100 oder so, was bedeutet, nach einem Hit sind die weg. Und das ist ein mega geiler Debuff, ja.
den viele nicht nutzen, ist aber so ein kleiner Geheimtipp, ne? Man muss dazu sagen, Mordekaiser an sich ist jetzt auch nicht so der stärkste, also kann ich verstehen, dass viele Leute das nicht nehmen. Momentan ist echt so diese Beast- und Gestaltwandler-Comp richtig gut. Also am Anfang Nidar Warwick, dann holt ihr euch Shyvana oder Gnar oder Swain und Gestaltwandler mit drei Elise ist es, glaube ich, auch. Ja, Elise ist auch ein Gestaltwandler. Elise ist, glaube ich, Gestaltwandler-Dämon, oder? Ich glaube schon, ja. Genau, Gestaltwandler sind momentan so mit die besten, wenn ihr so eine Comp baut mit Nidar und später dann Swain. Also, das ist schon krass, wenn ihr den Buff bekommt. Ansonsten, Assassinen-Comps gehen richtig ab. Piraten finde ich ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen. Das funktioniert meistens nicht so gut. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich hier so ein paar anfängliche Strategien für TFT droppen konnte. Ich werde mal gucken, was ich so im Rank dann reißen kann. Wenn ich gut werde, dann kann ich vielleicht noch ein paar weitere Videos machen. Auch Videos mit Actual Gameplay. Das wäre in der Tat auch möglich. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Viel Spaß beim TFT-Zocken und bis bald. Alles Gute. Ciao.